Ich glaube, das Stadion hat seinen eigenen Charme. Man kann eigentlich von jedem Platz aus das Spiel beobachten. Man ist hautnah dabei, ähnlich vielleicht wie in England, die alten Stadien. Es ist ein schön kompaktes Stadion. Für ein Stadion hast du 30.000, auch wenn 15.000 hier drin sind, ist es trotzdem laut. Du kriegst trotzdem Gänsehaut, wenn du auf dem Spiel spielst. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die nach 40 Jahren vielleicht nicht mehr so ein Schmuckstück sind und nicht mehr so attraktiv, hat hier dieses Ruhrstadion seinen Charakter behalten. Für mich als Bochumer natürlich ein ganz besonderer Ort. Ich habe hier viele sehr, sehr schöne Momente verbracht als Kind in der Ostkurve, wo ich ein Teil der Bochumer Fangemeinschaft sein durfte. Die Atmosphäre ist wirklich speziell, wird nicht nur von den Spielern geschätzt, sondern auch von sämtlichen Auswärtsfans. Für mich immer noch das schönste Stadion, weil man hier ganz nah an den Spielern sitzt. Zuschauer für Spieler optimal und die Ostkurve macht manchmal Stimmung für 60.000, 70.000. 40er Ruhrstadion, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Früher hieß es ja, Ottokar Wüst hat zum Eichelbeck gesagt, Oberbürgermeister aus Bochum hat gesagt, bau mir ein neues Stadion, ich baue dir eine neue Mannschaft. War einer derjenigen, die damals das Ruhrstadion mit eingeweiht haben. Es ist ein intimes Stadion, nicht so groß wie die anderen Stadien alle. Und bei uns im Stadion in Bochum ist immer eine Top-Stimmung. Das Stadion ist fertig. Für uns ist dies heute ein ganz besonderer Tag, der unser Herzen mit Freude erfüllt. Das ist eben nicht eine Arena oder ein Park. Das ist das schönste, echte Fußballstadion Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch zum 40. und auf die nächsten tollen Jahre. Speziell für mich bleibt immer in Erinnerung das Spiel gegen den HSV 1988 im Pokal, das Halbfinale, bei dem wir dann das Endspiel erreicht haben. Ausverkauftes Haus, enorme Stimmung. Das Stadion ist für mich zu einer quasi zweiten Heimat geworden. Wenn man sich überlegt, dass wir hier gegen Trabzonspor geführt haben und dann wird es knapp. Und dass die Zuschauer, durch die Zuschauer sind wir eigentlich auch in der ersten Runde weiter drin geblieben, weil die so viel Stimmung gemacht haben, dass man auf dem Platz gemerkt hat, wie wir, ich sag jetzt mal noch, die paar Prozente gebraucht haben, das zu schaffen. Und ich denke mal, das waren die schönsten Spiele, die ich hier beim VfL Bochum erleben durfte. Beim VfL Bochum gibt's Bundesliga-Atmosphäre und Torjubel hautnah live in Deutschlands schönstem Fußballstadion. Machen Sie mit, jubeln Sie mit!